Vielleicht befindet sich ja im Zimmer 208 noch was. Vielleicht hier? Ja, sehr gut. Und sogar noch ein Medikit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verwenden sollte oder erstmal aufheben sollte. Ich glaube, ich heb's lieber noch auf. Das sollte es gewesen sein. Ich glaube, es sind immerhin alle tot. So, hier waren wir bereits. Ellie? Danke sehr. Ellie steht so unfassbar oft im Weg. Okay, viel liegt hier nicht mehr rum. Dann, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube hier raus, oder? Nein, von hier aus sind wir gekommen. Oh Gott. Da können wir halt auch nicht durch. Vielleicht mit dem Fahrstuhl. Nein, okay. So, hier waren wir schon drin. Können ja mal hier hinten schauen. Ah, okay. Gut, hier waren wir noch nicht. Ja, Ellie. So, hier ist auch nichts mehr. Ich glaube, wir sollten vorsichtiger sein. Weil hier können immer noch Leute sein, die uns angreifen wollen. Sag ich ja. Das war wieder verdammt knapp. Ich find's auch witzig, dass die Begleiter von uns nie gesehen werden. Die können einfach quer vor den Gegner laufen. Und sie werden nicht gesehen, aber gut, das wäre vielleicht dann auch nervig, weil die ziemlich oft gesehen werden würden. Oh Gott. Ich sollte mal nicht so viel rennen. Das ist saugefährlich und Ellie steht gerade mitten in mir drin. Danke, Ellie. Okay, den sollten wir so ausschalten können. Okay, der wird uns definitiv sehen. Verdammt. Verdammt, verdammt. Okay, jetzt sollten wir definitiv das Medikit verwenden. So schnell heilen. Wieder zur Schrotflinte greifen. Der hat noch Revolver-Munition. Die lade ich mal auch ganz schnell nach. Oh Gott. Okay. So, ansonsten befindet sich hier nichts mehr in den Raum. Wir müssen hier echt aufpassen. Genau deswegen. Wegen solchen Leuten. Die einfach random aus dem Nichts ankommen und einen töten wollen. So, da hinten ist noch einer. Und hier. Den schalte ich mal wieder schnell im Nahkampf aus. Der hat noch 3 Schrotflintenmunition. Das lade ich wieder nach. Okay. Und ich wollte gerade fragen, ob wir von hier gekommen sind, aber dann habe ich die Treppe gesehen. Hier ist noch ein Apartment. Wo wir sogar raus können. Hier ist ein Schubfach. Mit allerhand Zeug. Sehr gut. Ich
glaube, wir können bald mal wieder einiges aufrüsten, wenn wir die nächste Werkbank finden. Aber ich würde dann sagen... Okay, hier ist noch was. Ja. Gut, dann gehen wir nach oben. Das andere oben. Hier war das, ne? Okay. So, hier befindet sich noch Alkohol und anderes Zeug. Ich weiß gerade gar nicht, was das war. Das ist für die Sprengfallen, ne? Ja, genau, Sprengstoff. Okay. Hey, it looks like there's a ladder inside this elevator. Hold up, let me try to open it. Dann versuchen wir mal ranzukommen. Und ich glaube, hier kommen gerade Gegner, oder? Ich glaube, wir sollten schnell von hier verschwinden. Let's see where this goes. Oh, das ist definitiv nicht ungefährlich. Kann ich hier hoch? Ja gut, das ist nicht die beste Idee. You find me something to climb on. Here we go. There we go. Sag ich ja. Oh mein Gott, hat es nicht unglaublich wehgetan? Das sah total schmerzhaft aus. No! Stay out there. I'll make my way up to you. I'll try. Na super. Jetzt haben wir ein richtig großes Problem. Oh, hier können wir tauchen. Dann tun wir das gleich mal. Ich glaube, wir konnten nämlich... Das war nicht so gut. Ja, ich glaube, wir konnten nämlich hier runter. Da unten befindet sich was. Oh Gott. Ah, Joel, tauchen, tauchen. Oder auch nicht, hier befindet sich nichts. Oder ist da hinten im Raum was? Ich komme gerade so ein bisschen nicht mit der Schwimmsteuerung klar. Ach stimmt, man muss, um geradeaus zu schwimmen, einfach den linken Stick drücken. Wow, das war knapp. Hier geht's anscheinend nicht weiter, aber hier befindet sich immerhin nützliches Zeug. Dann schauen wir mal da hinten, ob es da weitergeht. Hold your breath. You're going down. Können wir hier irgendwas machen? Ich glaube, wir müssen hier rumgehen und da hinten einen Weg suchen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir wieder tauchen müssen oder ob ich da irgendwas übersehe, aber ich denke mal nicht. Okay, da hinten geht's auch weiter. Und ich sollte nicht wieder auftauchen. Okay, so.
Jetzt sollten wir hier durchkommen. Okay, das da hinten können wir noch öffnen. Wenn ich jetzt... Wow! Nicht reinfallen würde. Okay, da ist aber nichts drin. Hier hinten ist anscheinend auch nichts mehr. Gut, dann schauen wir mal, ob wir da hinten durchkommen. Sind wir jetzt hier rum? Ja, sehr gut. Oh oh. Das verheißt schon mal definitiv nichts Gutes. Wow. Ich glaube, hier kommt gleich einiges auf uns zu. Okay, das können wir auch nicht mehr auswählen. BZW aufnehmen. Das können wir aber noch mitnehmen. Gut, und hier befinden sich drei Schuss für die... für das Jagdgewehr. Ich glaube, wir mussten das hier anschalten und dann... war hier hinten eine Tür. Ich erkunde erstmal alles, bevor wir das machen. Da befindet sich was drin. Hier war, glaube ich, nichts, nein. Dann hier vielleicht auch nicht. Hm. Oh Gott, mein Licht geht aus. Kann ich das vielleicht irgendwie aufladen, ohne den... die Bewegungssteuerung zu nutzen? Ich schaue gerade mal ganz schnell in den Optionen. Weil, wie gesagt, ich benutze einen Controller, der keine Bewegungssteuerung hat. Tutorial, Lauschmodus, Nahkampfaufforderung, Abzeichen. Anscheinend nicht. Steuerung. Okay, bei Anzeige und Audio wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Hm. Das ist doof. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt sehe ich kaum noch was. Wow. Dieser Zombie hat mich gerade unglaublich doll erschrocken. Okay. Ach du Scheiße, wo kommen die denn her? Das ist nicht wahr, oder? Und jetzt auch noch ohne Licht. Ach du Scheiße, und wenn hier ein Klicker kommt, dann haben wir... ein mega großes Problem. Oh Gott. Verdammt. Oh, wo ist die? Ich glaube, ich schleiche mich hier erstmal weg. Oder vielleicht auch nicht. Wow! Oh Gott, das ist ein Klicker. Das ist ein Klicker. Verdammt. Okay. Das war ein Klicker, oder? Ja, das war ein Klicker. Oh mein Gott. Da hatten wir jetzt verdammt viel Glück gehabt. Obwohl ich glaube, wenn wir sehr viel Lebensenergie haben, dann töten die uns nicht im Nahkampf. Wow, was geht hier ab? Das Problem ist, ich kann meine Taschenlampe auch nicht aufladen. Das macht es gerade noch gruseliger. Die Atmosphäre hier ist auch gerade unglaublich gut. Können wir hier weiter? Ich weiß gar nicht, ob ich hier durch möchte. Das sieht nicht gerade cool aus. Ich glaube, hierfür brauchten wir... ja, genau.
Wir müssen dafür den Generator anschalten, damit die Dings halt wieder Strom hat, damit wir die Kreditkarte nutzen können, um durch die Tür zu kommen. Und das wird ein großes Problem, denn der Generator ist extrem laut. Damit locken wir ziemlich viele Zombies auf uns. Das wird jetzt richtig, richtig gefährlich. Deswegen schaue ich mal. Ich wechsle, glaube ich. Die Schrotflinte hat leider nur noch 3 Schuss. Der Revolver hat 5. Aber ansonsten haben wir leider nicht mehr viel. Ich glaube, ich mache mir sicherheitshalber noch eine Nagelbombe. So, 2 Messer. Das sollte passen. Okay. Gut. Das meine ich damit. Wir sollten rennen. Wir sollten wirklich rennen. Okay, wo war das? Hier links? Verdammt. Warum kann ich da nicht durch? Komm. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Da kommt ein Blooper. Ich hatte es sogar noch richtig in Erinnerung. So, wir laufen jetzt einfach. Okay. Oh mein Gott. Das habe ich jetzt ganz gut geschafft, weil ich einfach dann schnell hingerannt sind und die ersten haben wir ausgeschaltet. Oh, da kamen nämlich noch richtig viel Zombies und ein fetter Blooper. Den haben wir jetzt gekonnt übersprungen. Okay, Gott sei Dank sind wir ja jetzt draußen. So, hier befinden sich noch 5 Pillen. Ich glaube, wir haben jetzt schon genug, um einiges auszurüsten. Ich weiß nicht, ob ich nochmal die maximale Gesundheit erhöhen möchte. Weil das wäre vielleicht auch ganz gut. Medikits schneller einsetzen. Gut, das ist eigentlich nicht so brauchbar. Weil das dauert jetzt, finde ich, eigentlich gar nicht so lange. Benutze ein Messer, um dich zu retten, wenn ein Klicker dich schnappt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das sollten wir definitiv tun. Wow, und ich habe gerade fett gegen meinen Popschutz gehauen. Okay. Hier war noch ein Schubfach. Mit lauter Zeug. Können wir schauen, wie viel wir haben? Anscheinend nicht. Oh, hier ist sogar eine Werkbank. Let's do this. Gut. Dann, wir haben 101. Wow, wir können jetzt definitiv krass viel aufbessern, aber wir haben nicht sehr viel Werkzeuge. Ja, oh Gott, was verbessere ich? Ach stimmt, es gab noch, wenn wir das aufrüsten, können wir noch eine zweite, große Waffe mitnehmen, ne? Das sollten wir definitiv tun. Weil das ist sau effizient. So, dann verbessere ich von der Schrotflinte noch die Schussfolge. Das sollte dann reichen. Ich schau grad mal. Ja, genau, jetzt haben wir einen Bogen und eine Schrotflinte und können die halt ganz schnell ausrüsten, ohne dass wir halt so in dem Inventar reingehen müssen. Sehr gut. Dann schaue ich ganz kurz nach da hinten, ob hier vielleicht sich ein versteckter Raum befindet. Oder wir müssen sogar hier weiter wahrscheinlich. Was befindet sich dann hier? Okay. Hier befindet sich noch ein Raum mit einiges an Zeug. So, das sollte es aber gewesen sein.